Heute habe ich ganz viel buntes Zuckerzeug. Und zwar habe ich alles bei World of Sweets bestellt. Dann hätten wir einmal. Oder ich. Ne, ich mach's anders. Sekunde. Okay. Fangen wir damit an. Extreme Spinner. Candy. In der Sonne, in der Sorte grüner Apfel. Das fand ich so lustig. Sekunde. Wo macht man es auf? Ah, ich glaube, da brauche ich eine Schere. Bisschen nervig, oder? Aber trotzdem irgendwie geil. Okay, Sekunde. Schmeckt sogar. Aber ein bisschen nervig ist es schon, oder? Aber irgendwie lustig. Dann haben wir noch Spring Pop. In der Sorte Wassermelone. Das ist immer geil. Schade. Ist ja abgefahren. Sekunde, das gucke ich gleich noch mal.
würde dir jetzt sagen, bei sowas erkennt man den Unterschied zwischen Billigzeug und Markenware. Aber ich kenne auch Chupa Chups Lutscher, von daher. Klappmesser für Grundschüler. Ach, das ist... Wieso denn? Oder... Naja. Sieht nicht so aus, aber schmeckt nach Wassermelone. Schon ordentlich lecker. Gut, dann haben wir als nächstes Twisty Treats Puzzle. Ding ist hier, ob da jetzt was rauskommt, ich weiß nicht. Ein Sprühkopf und irgendwas anderes. Ach, Folie ist da drum. Ach so, okay, alles klar. Cola war das, glaube ich. Verdammt.
Gut ist, dass es kein Brausepulver ist. Das ist halt richtig so harter, so wie normaler Zucker. Schlecht ist, dass es gerade nach Seife geschmeckt hat. Aber kann nicht sein, oder? Oh, jedes Mal bei den Dingern. Gut, dann nennen wir es mal interessant. Ich sollte mal irgendwie. Squeeze Candy. Blaue Himbeere. Ordentlich sauer. Ich wette, das ist in so einer Form, weil Kinder gerne Klebstoff essen. Klebstoff. Muss man mögen oder nicht? Ich weiß nicht. Es hat sogar ein Gewinde. Dann haben wir noch. Extreme Duo Squeeze mit Erdbeere und Cola. Geht das jetzt? Ich glaube, das war beides zusammen.
Nee. Erdbeer-Cola. Nee, ich glaube, es geht schief. Dann haben wir noch Extreme Babysucker in Erdbeere. Lutscher und Pulver. Okay. Der schmeckt lecker. Der schmeckt wie diese Dauerlutscher, die es früher immer auf dem halt auf dem Schützenfest gab, diese geringelten. Sieht auch so aus. Es ist wahrscheinlich so halt, keine Ahnung, ob es da eine Sorte gibt, aber schmeckt richtig lecker. Okay, dann schätze ich mal. Schmecken tut es nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt hier so funktioniert. Weil sobald man es umkippt, fällt alles raus. Aber schmeckt wirklich nicht schlecht. Auch wenn man als Erwachsener sowas wahrscheinlich nicht. Gut, dann zuletzt Dips for Fun. Pulver in drei Geschmacksrichtungen. Wieder Pulver und Lutscher. Erdbeere, blaue Himbeere und grüner Apfel. Ach Mist. Ah, diese Dinger kenne ich auch noch. Brausestäbchen oder irgendwie hießen die.
Naja. Gut. Dann sind wir durch. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Heute habe ich 5 Maxi-Kinderüberraschungseier.